So, eine weitere Neuerung im PCM 21 sind die Europameisterschaften. Da dachte ich mir, hey, lass uns doch mal das Profil der Europameisterschaften 2021 spielen. Wir sind mit der deutschen Nationalmannschaft am Start, habe lange überlegt, welches Team ich jetzt nehme. Übrigens ist hier schon wieder eine Lücke gerissen, obwohl da nur ein kleiner Hügel war. Wir schauen mal ganz kurz nach hinten, bevor ich gleich weiterrede. Da sehen wir schon, da müssen einige jetzt noch kämpfen, da haben wir auch Sam Bennett, da müssen einige Namen natürlich mit der WorldDB nach wie vor angepasst werden. Und wir haben natürlich auch André Greipel, den wir eigentlich als zweiten Kapitän mitnehmen wollten, neben Maximilian Schachmann. Jetzt müssen wir schauen, dass Greipel da auch die Position ein bisschen weiter nach vorne hält. Florian Storck sollte eigentlich in die Ausreißergruppe gehen, das hat jetzt auf den ersten Blick nicht so gut gepasst. Sind hier vorne 67 Fahrer, die Ausreißergruppe mit Storck könnte man vielleicht dann doch nochmal ganz kurz probieren. Da kommen auch noch ein paar Kollegen mit. Da hängen wir uns mal an Wakoc hinten dran und dann hätten wir auch noch Pernsteiner. Mal schauen, ob die weg dürfen. Das slowenische Team macht die Nachführarbeit. Dann haben wir auch Vingegaard, der sich ja bei der Dauphiné leicht verletzt hat. Und dann eben auch unser deutsches Team. Dann geht mal schauen, was machen wir. Kemner kümmert sich mal um Greipel, damit der möglichst wenig Energie verliert. Wie gesagt, das ist kein Parcours für Greipel, aber wenn es Tempo langsam sein sollte und er über diese Hügel mit rüberkommt, warum sollten wir es nicht trotzdem mal probieren? Und ansonsten haben wir mit Schachmann und eben mit Geschke ja auch noch zwei ganz nette Fahrer. Also, das Profil der Europameisterschaften sieht folgendermaßen aus. Den Kandrial geht es nach oben als steilste Steigung. 5,2 Kilometer, 6,5% im Schnitt. Und dann gibt es mehrfach den Povo nach oben. Ich würde jetzt mal geschätzt sagen, Pi mal Daumen bei Zählen, bin ich ja nicht immer so stark. Ich müsste lügen, wenn ich sage 8 Stück. Passt das? Ich denke schon. Wir fahren achtmal einfach den Povo nach oben und dann geht es ins Ziel leicht bergab. Also schon was für die Pancheure, wie gemacht eigentlich auch für Julien Alaphilippe. Weiß aber nicht, wer dann bei den Europameisterschaften alles am Start sein wird. Das variiert ja mal immer. Normalerweise fest in der Hand der Italiener die letzten Jahre. Da müssen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Teams werfen. Wer denn hier alles mit am Start ist? Dann haben wir Trentin und so weiter. Na, dann sind die Titelverteidiger gar nicht mit am Start, leider. Sehr schade. Habe jetzt natürlich auch keine Liste erstellt. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in den Rundkurs. Es wird jetzt erstmal nichts passieren. Zwei Ausreißer sind vorne weg. Ich finde das Europameistertrikot enorm schön. Würde das auch gerne mit unserem neuen Team dann mal tragen. Da müssen wir schauen, dass wir dort natürlich auch möglichst viele europäische Fahrer dann vielleicht verpflichten, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Hohoho. So, also wir machen den Cut und gehen mal rein ins Finale der Europameisterschaften mit unserer deutschen Nationalmannschaft. So, wir steigen ein. Die letzten 47 Kilometer sind es noch. André Greipel mit der Minus 2 hängt hier noch am Ende der Gruppe. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube nicht, dass er da durchkommt. Er muss jetzt noch dreimal über diesen Hügel fahren. 100 Fahrer sind noch drin. Tempo war hoch. Vorne sind auch die Holländer, die das Tempo richtig hochhalten für Mathieu van der Poel. Bin mal gespannt, ob da dann bald eine Attacke kommt. Greipel macht erstmal noch nichts. Dann schauen wir mal, dass wir Polit, der das ja heute auch ziemlich gut macht, mal an die Seite von Schachmann holen, der natürlich unser Kapitän ist. Greipel wird das, denke ich mal, nicht schaffen. Selbst wenn er mit rüberkommt bei einer Tempoverschärfung, wird das zu hart sein für ihn. 42 Kilometer, es geht runter ins Tal. Hier sehen wir auch mal die Zieltanfahrt. Dann gibt es hier nochmal die Rechtskurve. Dann geht es hier rum. Mal schauen, hier nochmal rechts rum, die Fahrer bremsen auch ab, also kann man da schon vielleicht mit dem Anfahrer ein bisschen früher losgehen und sich in eine richtig gute Position fahren. Wir bräuchten nochmal ein Wasser, das versucht nochmal Lennart Kemner zu holen. Es sind 100 Fahrer und Problem mit dem Wasser ist ja wie gesagt beim neuen PCM, das werden wir auch auf dem Kopfsteinpflaster nochmal uns anschauen, dass der Fahrer wirklich komplett ans Ende der Gruppe fährt und nicht mehr irgendwo sammelt. Also das war ja immer der Running Gag, dass der Fahrer da Blut, Wasser und was weiß ich was alles sammelt. So, das drittletzte Mal geht es jetzt dem Povo nach oben. Vorne kommt die Tempoverschärfung der Belgier, die mit Thijs Benoot hier auch noch sind. Und wahrscheinlich Wout van Aert versteckt sich dort auch noch irgendwo. Da kommt Jasper Stuyven nach vorne gebrettert. Näsen ist vorne am Start. Also ganz interessant. Und für Greipel wird es jetzt richtig eng. Lennart Kemner kämpft da jetzt natürlich mit dem Wasser. Das wird er kaum noch nach vorne bringen können. Greipel hängt hier noch mit drin. Wir bräuchten eine positive Tagesform. Dann hätten wir vielleicht sogar eine Möglichkeit, das zu schaffen. Schade. Also Kemner war jetzt vielleicht auch der falsche Moment. Die Gruppe wird jetzt kleiner werden vorne. Greipel hängt da sogar noch drin. Also er hat es nochmal geschafft. Beim nächsten Mal wird es jetzt wahrscheinlich dann das letzte Mal gewesen sein. So, Geschke ohne Helfer unterwegs. Kemner kämpft immer noch mit dem Wasser. Jetzt sind es auch nur noch 65 Fahrer. Hätten wir wahrscheinlich warten sollen. Bis zu dem Moment hier, dann wäre die Gruppe kleiner gewesen.
Mit ziemlicher Sicherheit wäre das die bessere Variante gewesen. So, 29 Kilometer noch. Man kann, denke ich mal, sich ziemlich sicher sein, dass Julien Alaphilippe nochmal attackiert. Da haben wir den Franzosen, der hier noch Alaphilippe heißt, wie auch ja beim Tour de France-Spiel, was ich jetzt gleich auch starten werde. Da habe ich die Datenbank aber manuell auch schon angepasst für die König Quickstep, damit wir dort mit den richtigen Namen spielen. So, 27 Kilometer sind es noch. Da vorne Bauke Mollema, der noch einen minimalen Vorsprung hat. Denke mal, aber auch gleich eingeholt werden wird. So, Kemna hat das mit dem Wasser nicht mehr geschafft. Das ist nicht so gut. Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt genau machen. Fahren das einfach mal mit Geschke. Hauen da mal Polit noch mit davor und hängen Schachmann hinten mit dran, damit wir einfach in einer guten Position sind. So, Geschke. Wir fahren da jetzt erstmal keine Attacken mit, sondern versuchen konstant gutes Tempo hochzufahren. Die Franzosen nehmen da wieder ein bisschen raus. Allerdings kommt da dann jetzt die Attacke von Yates, Christoph, und da geht auch Van Aert mit. Mal schauen, Geschke. Kommen wir da irgendwie mit? Zumindest am Hinterrad. Jetzt haben wir Polit natürlich so ein bisschen verschenkt. Den können wir aber auch nochmal hinten mit dranhängen. Und dann wird diese Gruppe vielleicht ja ganz ordentlich durchkommen. So, mal schauen, Geschke. Halt uns da in Position. Tempo ist nach wie vor brutal. Polit hinten dran können wir, glaube ich, ein bisschen abschenken. Wir haben Schachmann noch in einer guten Position. Mit Greipel war ein bisschen vermessen, dass wir den als Teamkapitän mit ausgerufen haben. Tempo ist dann doch ein bisschen schneller als gedacht. So, Schachi holt sich mal schnell ein Wasser. Vorne kommen aber jetzt gerade keine Attacken, oder? So, zwei Bier für die Männer vom Sägewerk, bitte. Das wäre noch wichtig. So, wir haben natürlich die ganzen Favoriten hier mit in der Gruppe. Tempo wird jetzt gerade auch ein bisschen rausgenommen. Für uns nicht schlimm, weil wir dadurch vielleicht Nils Polit nochmal zurückbekommen. Der dann das Tempo eigentlich auch gleich machen kann. Ja, genau so war es nämlich nicht gedacht. So, rum wird ein Schuh draus. Dann kann Polit einfach mal vorbeifahren, Tempo hochhalten. Wir versuchen dann nochmal eine Attacke vielleicht reinzusetzen. Polit, wenn der in der Ebene drückt, tut es natürlich weh. So, Yukati hat es hinten jetzt gerissen. Nils Polit zieht einfach gnadenlos durch und fährt mal eine kleine Attacke im Sitzen. So, das letzte Mal geht es in den Provo rein bei den europäischen Meisterschaften. Polit kriegt mal das Energiegel. Schachmann natürlich ein guter Beschleuniger, wobei die Beschleunigung ihm jetzt tatsächlich ein bisschen genommen wurde. So stark ist er da gar nicht mehr. So, da kommen jetzt die Attacken von Van der Poel. Mal schauen, Kwiatkowski attackiert da, glaube ich, auch so ein bisschen. Hängen wir uns mal mit dran in diese ganze Veranstaltung. Sparen wir ein bisschen Energie. So, was macht Kwiatkowski? Der ist da jetzt ziemlich durch. Dann muss Geschke da nochmal selber los. Und jetzt kommen dann auch die anderen Favoriten. Alaphilippe, das Hinterrad sollten wir auf jeden Fall mitgehen. Da sind wir leider nicht mitgekommen. Da waren wir zu spät dran. So, aber das fährt bestimmt nochmal zusammen. Sind noch 6,9 Kilometer. Da vorne eine leichte Lücke gerissen. Nehmen wir mal das Energiegel. Boah, das wird doch schwierig, da vorne nochmal hinzukommen. Nehmen die da vorne nochmal Tempo raus. Wen haben wir ganz vorne? Wahrscheinlich Mathieu van der Poel. Der ist da jetzt erstmal auch in Front. Dann haben wir Nils Polit, wo wir mal versuchen, das Hinterrad zu ergattern. Mathieu van der Poel. Boah, das wird jetzt ein ganz, ganz schweres Ding. So, Schachi, mit dem Beschleunigungswert wird das natürlich nichts werden. Da haben wir Wout van Aert. Immer noch Van der Poel vorne, der sich es wahrscheinlich dann holen wird. Wir gehen einfach schon mal los. Das wird schwer werden mit Schachmann gegen die Konkurrenz. Wir sind da leicht weg. Van der Poel, holt er sich den Titel oder nicht? Er holt sich den Titel. Dann ist Wout van Aert auf der 2, der ein bisschen zu sehr gezögert hat. Roglic auf der 3 und mit Schachmann kommen wir noch Richtung Top 10 auf dem 9. Platz. Das ist in Ordnung.
War jetzt taktisch keine Meisterleistung, aber die Europameisterschaften auf jeden Fall ein schönes neues Feature im Spiel. Da sind ja einige Features so ein bisschen in die Hose gegangen, muss man jetzt sagen, nachdem ich auch noch ein paar mehr Etappen gespielt habe. Also war jetzt nicht so überragend, weder die Windzonen noch das Zeitfahren, da komme ich noch nicht so richtig gut mit klar, beziehungsweise mit den Windzonen komme ich sehr gut klar, aber ich weiß gar nicht, ob ich so gut mit denen klarkommen möchte. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich da habe. Das waren mal die Europameisterschaften. Wir beglückwünschen Mathieu van der Poel zum Trikot und zum Titel. Wout van Aert, wie gesagt, ein bisschen zu lange gezögert. Primož Roglič auf der 3, Yates auf der 4. Thomas Pidcock, der sich jetzt leider das Schlüsselbein gebrochen hat, auf der 5. Aber auch der hatte ja ein super starkes Frühjahr, da kann man noch einiges erwarten. Und genau, das waren die Europameisterschaften. Wir schauen uns dann auf jeden Fall in anderen Videos nochmal die Sprints an und vor allem auch das Kopfsteinpflaster. Sag jetzt Dankeschön fürs Schauen und gerne mit auf den Discord-Channel kommen.